Okay, sonst scheinen wir hier nichts zu haben. Oh, 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 oh. Oh, Jungs. Oh. Oh, Funtime. Yes. Ah, Moment. Wir channeln das Ganze und yes. Ah. Genau, also je länger wir das channeln, den Angriff, desto ja, länger hält er quasi an. Na, komm her. Okay, Deckung durchbrechen. Mit Dreieck quasi auf dem PS2-Pad. Und dann einfach zustechen. Moment, jetzt machen wir mal hier. Wow, jetzt machen wir mal hier Folgendes, weil die wollen es ja anscheinend nicht anders. Wir machen einen Feuerball. Auf den hier. Das ging ein bisschen daneben, leider. Jetzt aber. Und tschüss. Oder? Ist er down? Nein, ist er nicht. Ich frage jetzt, ob wir getroffen haben gerade. Ja, der hat gesessen. Aber einer alleine reicht anscheinend nicht. Wir haben nicht genug Mana für einen weiteren. Das heißt, schon. Es ist schon wieder Zeit für dich. Jawohl. Na, immerhin noch einen Hit nur, nachdem wir ihm die mit dem Feuerball getroffen haben. Können wir das Ding überhaupt einreißen? Jetzt habe ich aus Instinkt zur Kamera geschaut, obwohl die gar nicht an ist, aber na gut. So geht's auch. Immerhin haben wir eine Ulti zurückbekommen. Wir können uns eigentlich nochmal einen schönen... Obwohl, ich wollte gerade sagen, Ginseng-Trank gönnen, aber... Ich glaube, das regenerieren wir auch over time. Das interessiert mich gerade. Ich hoffe nicht, dass wir von da kamen. Ansonsten wäre das ein bisschen von Nachteil, aber ich glaube nicht. Ups. Okay. Da scheint dann schon mal nichts zu sein. Ups. Falscher Button. Oh, Moment, da ist was. Speer von Ashtar. Die scheinen hier im Schneegebiet echt oft vorzukommen. Oh, komm her. Ist jetzt hier unten? Au. Immer noch nicht. Hätte ja sein können, dass da unten irgendwas ist. Moment. Her. Ne, da sollst du nicht lang. Hier doch. Sondern hier rum. Ja, schöne 2D-Jump'n'Run-Einlage hier, definitiv. So. Walljumps. Na. Die haben auch schon mal besser funktioniert. Und zack. Jawoll. So muss das. Gibt es übrigens viel zu selten Walljumps in Jump'n'Runs, meiner Meinung nach. Also jedes Game, das wirklich, geht's denn hier lang? Das Walljumps eben hat, das ist mir auf jeden Fall direkt sympathisch, weil ich liebe Walljumps. Und das beste Game dafür ist definitiv Batman für den NES, was ich ja ebenfalls Let's Played habe. Das ist richtig gutes Walljumping, eingepfercht. Bergfeuer. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch, nehme ich mal an, wa? Oh, doch, hier kommen wir sogar durch. Sehr gut. Moment, will ich einen anderen Spell haben? Nein, nehmen wir mal Tornado, warum nicht? Schauen wir mal, ob es eventuell noch einen anderen Weg gibt. Das scheint hier eine unsichtbare Wand zu sein, das heißt, wir müssen anscheinend wirklich durch den Kanal quasi hier durch. Ist ein bisschen schade, irgendwie kam mir das Schnittgebiet jetzt hier extrem kurz vor. Kann auch daran liegen, dass ich einen großen Teil schon in der letzten Session gemacht habe. Das ist natürlich gut möglich. Dass es mir deshalb so kurz vorkommt. Und der hat uns noch nicht gesehen. Der ist auch nicht der hellste auf jeden Fall. Goodbye. Ist irgendwie, glaube ich, bald mal wieder Zeit für Toda. Bisher muss ich sagen, wirklich Kunoichi mein absoluter Favorit. Vorher war es ja Toda, aber jetzt, seitdem wir Kunoichi haben, definitiv Smithy Worden Jaggerman Jensen quasi. Sie ist die Nummer 1. Leider keine Bärenbusche hier. Hallöchen, Jungs. Schön, euch auch mal wieder zu sehen. Ich dachte, da wären jetzt irgendwelche hilflosen Kreaturen, die wir hier retten können, aber anscheinend nicht. Ja, ich fast hier aus Versehen die Ulti eingesetzt, weil ich ein bisschen zu lange hier gedrückt habe. Gut, einfach.
befreien wir ihn hier noch, holen uns mal ein paar Bärchen. Moment. Die XP nehmen wir auch noch mit. Allzu weit entfernt vom Level Up sind wir übrigens nicht, wie wir links unten da erkennen können. Links neben unserer HP-Leiste sehen wir ja, wann wir hier den Levelanstieg haben. Und ich glaube, das sind übrigens alle Bären hier in dem Busch. Ja. Sieht ganz so aus. Dann würde ich sagen, saven wir und begeben uns mal ein wenig weiter in den Tempel. Ja. In den Tempel. Also hier lang, ja. Logo. Moment, zuerst, weil das stört mich. So. Das ist quasi wie die Kakteen in einigen Spyro-Leveln abzufackeln. Das gehört einfach zum guten Ton. Habt ihr den ganzen Tag schon auf uns gewartet oder was? Sieht ganz so aus, wa? Okay, Moment. Und yes! Easy. Easy money. Easy money, Jungs. So, hier haben wir übrigens wieder Pieksa, aber ich glaube, ja, mit der Range von Kunoichi können wir auch diese Pieksa ausschalten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und da haben wir sogar einen Bären. Den könnten wir sogar mit Seelenform, können wir uns sogar in den Bären verwandeln, aber, ne? Ich bleib mal lieber hier Kunoichi vorerst treu. Was ist das denn für ein Vieh? Ein Schneefox oder Fuchs oder was? Sieht ganz so aus. Kleine Prince of Persia-Einlage hier noch. Petersilie. Zumindest der Ehemann von Petrasilie. Reden wir nicht drüber, sondern machen hier direkt am besten weiter. Wow. Oh, Spit. Ist ein Fall für Schön, glaube ich. Schon geregelt. Oh, oder vielleicht auch nicht. Sind noch ein paar übrig. Jetzt machen wir folgendes. Wir wechseln auf Hiro. Und dann schnappen wir uns jeden einzelnen von denen. Haben wir hier noch einen? Ja, zwei sogar. Die können wir alle ausschalten. Sehr gut. OP shit. Mein Gott. Und direkt zwei Ultis wieder bekommen. Ich würde sagen, die schalten wir auch alle so aus. Mit Hiros Ult. Definitiv mittlerweile, glaube ich, die stärkste im Game. Holy Ballsack. Aber nehme ich gerne an, mich auf jeden Fall. Samurai Heiltrank. Ich glaube, das regeneriert sowohl unsere Ausdauer, sprich MP, als auch unsere HP. Würde ich mal schätzen jetzt. Nicht umsonst würde es ja Samurai heißen. Moment. Nehmen wir mal Futo. Ja, genau, damit hatte ich nämlich gerechnet. Blocken brauchen wir übrigens gerade nicht. Wer das macht, gesteht sich Schwäche ein. Vor allem als Futo ist das von Nachteil. Aber wirklich, hinter jeder dieser Wände, ne? Hier haben wir eine Tigerlilie. Hallo? So, genau. Vorher nochmal ein kleines Workout mit Futo. Alles klar. Nicht vergessen, wenn wir Kreis gedrückt halten, können wir auch noch sprinten. Dann haben wir wieder Bergfeuer. Nehmen wir natürlich gerne an uns. Geben uns direkt mal weiter rein hier in die Tiefen. Irgendwie können wir hier hoch, weil dann können wir nämlich hier rüber balancieren. Über diese Laternen. Ich wechsle mal auf. Nehmen wir mal Toda. Den haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Aha. Da brauchen doch wieder welche unsere Hilfe. Der Otter hat sie auch wieder in so einem kleinen Käfig verirrt. Der kriegt das auch nicht mehr gebacken heute, ne? So wie es aussieht. So, Klette. Und eine Jizo-Statue. Sehr gut. Wurfstände haben wir ebenfalls nochmal, wobei ich die ja nie einsetze. Brauchen wir nicht. Aber nehmen wir natürlich trotzdem gerne an uns an. Sehr schöne Climbing-Animation übrigens auch für Toda. Sehr cool. Dann schalten wir die mal mit uns rauf. Ulti. Ah, Gott, okay, das sind Piekser. Naja, die können wir so nicht unbedingt ausschalten. Das heißt, da brauchen wir natürlich wieder Kunoichi oder Hiro mit seiner Ulti. Ah, Gott, ich hasse euch, Jungs. Ah, ne, Moment, ich habe eine Idee. Wir nehmen Hiro. Und dann sage ich einfach mal, fuck you guys.
So, kommt mal her hier. Komm her, komm her. Genau, dann wirst du noch vom Sturm erfasst und du kommst hier auch noch her, Junge. Genau. So. Ganz leicht, ohne Probleme. Fuck Piekse. Hashtag Talk Live. So, Susume wieder oder wer? Es war ein Fehler, mich in das Schloss zu schleichen. Hier sind zu viele von diesen Kerlen. Ich ziehe mich jetzt zurück und laufe nach Hause. Susume, ja, tatsächlich. Ist, wie gesagt, anscheinend ziemlich weit gekommen. Aber war ja auch die erste, die wir befreit haben. Das heißt, sie ist definitiv auch weit zurückgekommen. Aber das heißt ja auch, dass sie sich hier ganz gut auskennen muss eigentlich. Wenn sie bis hier ins Schloss gekommen ist, definitiv. So, das sieht nach einem kleinen, schwierigeren Pfad aus hier. Ja. Ja, da kommt er auch schon um die Ecke.